Ja, hallo zusammen. Heute machen wir wieder mal Wurst. Wird mal wieder Zeit. Gestern habe ich geräuchert und heute machen wir ein Wurstvideo. Dafür habe ich hier 13 Kilo Schweineschulter, 3 Kilo Schweinenuss für die Grobeinlage, 2,5 Kilo Rückenspeck. Insgesamt sind das 18 Kilo, fast auf Gramm genau. Pro Kilo Fleisch mache ich 40 Gramm frische Zwiebeln. Sind fast 700 Gramm. Pro Kilo Fleisch 20 Gramm Nitritpökelsalz. Ich mache ein bisschen Paprika-Käsewurst. Dazu brauchen wir pro Kilo 4 Gramm Paprikapulver, 200 Gramm Cheddar-Käse, 5 Gramm schwarzen Pfeffer, 1 Gramm Majoran, dann ungefähr 8 Gramm frischen Knoblauch pro Kilo Fleisch. Etwas Chili, das ist für die scharfe Wurst, aber wir machen erstmal ein Grundbrät, sage ich mal, für die Wurst und dann kann man das ableiten, wie man das möchte. Und dann habe ich hier Naturdarm, zwei verschiedene, einmal vom Metzger und eins von Amazon bestellt. Mal ausprobieren, ob das was taugt. Und ja. So, das Ganze wird heute ohne Stativ gedreht, weil ich meins vergessen habe. Aber ich finde schon Möglichkeiten, damit das alles irgendwie aufnehmen können. Das Fleisch schneide ich einfach in Streifen, damit das der Fleischwolf, manche kennen den vielleicht, es schafft, den durchzudrehen. Die Schweineschulter mache ich als Feinbrät mit Rückenspeck und die Schweinenuss mache ich separat in eine Schüssel. Die werden wir ein bisschen grober zerkleinern. Ja, Leute, hier ist unsere Feinbrettmischung, also Rücken, Schweine, hier Speckrücken und Schulter, hier die Nuss. Was ich jetzt mache, bevor ich das wolfe, ich salze es. Es ist einfach, das verteilt sich gleichmäßig. Also, ja, etwas hier drüber. Im Endeffekt wird sich das alles miteinander vermischen. Und wie gesagt, jetzt einmal schön gründlich durchmengen das Ganze. Und dann gehen wir schon wolfen. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt schnell mal durch. Die Grobeinlage geht durch diese Scheibe. Hier steht 5 und da steht 3. Also ich werde die Zwiebeln und den Knoblauch auch mit das hier durchlassen und die Nuss lasse ich hier durch. Ja, wir haben Dezember, fast Heiligabend und wir haben Wespen und gestern auch jede Menge. Und jetzt machen wir die Grobeinlage. So, hier haben wir unser Feinbrett. Ich habe noch was vergessen, und zwar kaltes Wasser auf die Menge Fleisch. Ja, so ungefähr 15% kaltes Wasser. Ja, Pfeffer mache ich, wenn die Grobeinlage reinkommt. Was ich jetzt schon reinmache, ist Majoran. Das riecht schon sehr, sehr gut, also sehr würzig. Und jetzt müssen wir am besten mit einer Maschine, ich mache das mit der Hand, schön zu einer gleichmäßigen, ja, Fass, sage ich mal, oder Hackfleischmasse verarbeiten. Deswegen dauert das ein bisschen, das riecht wunderbar nach Knoblauch, nach frischem Knoblauch. Letztes Mal habe ich mit trockenen gemacht. Mal schauen, ob es besser ist. Und Zwiebeln. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Schönes Brett haben wir da. Riecht auch sehr, sehr gut. Also mit dem Knoblauch. Jetzt kommt unser
schwarzer Pfeffer. Und unsere Grobbeilage, jetzt natürlich auch noch schön vermischen. So, hier haben wir 5 Kilo Brät, habe ich schon abgefüllt mit Käse. Hier ist der Rest. Mit den Chilis mache ich zum Schluss, wenn die Hälfte weg ist, mache ich noch eine Hälfte scharf. Ist ja keine, sag ich mal, Sache. Ihr könnt das variieren, wie ihr das möchtet, wenn diese Grundbasis fertig ist. Ich baue jetzt die Maschine auf, die Wurstmaschine, und dann legen wir los. Los geht's. Also, hier ist der Amazon-Darm, der ist richtig gut. Ich habe schon ein bisschen gewusstet, also der ist 36er Kaliber, lässt sich richtig gut aufziehen. Hier die Wurstmaschine kennt ihr ja schon. Und dann, das ist jetzt normales Brät, funktioniert einwandfrei mit der Maschine. Das ist ein Kinderspiel. So Leute, schaut euch das an, wie viel Wurst wir gemacht haben. Hier unten sind die Chilis mit dem Käse und Jalapenos. Da sind mit Käse. Die sind als erstes aufgegangen worden. Man sieht schon, die Farbe verändert sich. Wir haben relativ warm, das ist gut. Man braucht so Raumtemperatur, damit die sich umrühren, antrocknen. Und morgen, Leute, wenn wir die räuchern, ist das perfekt. Aber das sind 20 Kilo Wurst. Manche werden wir dann noch abbrühen und erstmal räuchern und dann abbrühen. Manche lassen wir so. Aber das ist morgen. Ja, Freunde, ein Tag ist rum. Hier sind unsere Würste. Sind schön trocken geworden. Und ja, das sind nicht alle. Weil ich bin schon am Räuchern. Seit 5 Minuten. 80 Grad, zwischen 75 und 80 Grad. Perfekt. 1,5 Stunden habe ich mir überlegt pro Räuchergang. So sieht das Ganze aus. Es passen so viele Würste rein. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Und ja, welches Holz habe ich? Ich habe jetzt das, was wir auch für Speck oder anderes Video genommen haben. Diese Mischung mit Apfel, Buche und Kirsch ist perfekt, finde ich. Also, oder einfach Buche. Hier, da sind ein paar Chips. Ich werde immer welche nachschmeißen. Jetzt mache ich zu. Wir werden einen Teil abbrühen, einen Teil so lassen. Da sind jetzt mit dem Käse, die ich auch grillen möchte. Mal schauen. Also, bis später. Und so schauen die aus. Eine habe ich schon so probiert, eine habe ich abgebrüht. Zeige ich euch gleich. Ich hole die jetzt die raus. Die anderen werden reingehangen. Und dann werden die hier abgebrüht. Und ja, hier ist alles voller Dampf. Wir brühen die bei 75 Grad. 30 Minuten. Ich habe hier einen Deckel. Und wir warten jetzt 30 Minuten ab. Das ist übrigens eine gebrühte Wurst. Die war jetzt nicht 30 Minuten, sondern 10. Aber ja, schaut euch das mal an. Das Schnittbild ist richtig gut. Hier mit Majoran kann man alles sehen. Die schmecken schön nach Rauch. Also sind noch besser gelungen als letztes Mal. Ich bin zufrieden, mache die nächste Fuhre und ja, vielleicht schalte ich noch mal ein zum Schluss. Also bis gleich.